Grüezi und herzlich willkommen im E-Banking der St. Galler Kantonalbank. Wir möchten Ihnen die wichtigsten Funktionen kurz vorstellen. Zuerst das Cockpit. Die verschiedenen Widgets geben Ihnen den Überblick zu Ihren Finanzen und Banktransaktionen. Das Cockpit ist zudem der Ausgangspunkt für verschiedene Tätigkeiten, wie zum Beispiel das Erfassen einer Rechnung oder eines Börsenauftrags. Neuigkeiten und anstehende Aufgaben zeigt Ihnen das Widget Notifikationen an. Auf einen Blick sind Sie über offene E-Rechnungen, ungelesene Mitteilungen oder neue Bankdokumente informiert. Sie können das Cockpit nach Ihren Vorstellungen gestalten. Dazu wechseln Sie zuerst in den Bearbeitungsmodus und können dann die Widgets neu anordnen, sie löschen, neu hinzufügen oder Sie können den Widgets unterschiedliche Farben zuweisen. Wie auch immer Sie Ihr Cockpit gestalten, Sie erreichen alle Inhalte auch immer über die Hauptnavigation. Nun zu den Zahlungen. Egal, ob Sie einen roten oder orangen Einzahlungsschein oder eine Inland- oder Auslandszahlung erfassen möchten, der Ausgangspunkt ist immer diese mitdenkende Eingabemaske. Sie erkennt die Information, die Sie eingeben, zum Beispiel den Namen eines Empfängers oder eine Kontonummer, und macht die passenden Vorschläge dazu. So führt sie die Eingabemaske Schritt für Schritt durch die ganze Zahlungserfassung. Übrigens, Einzahlungsscheine scannen können Sie ebenfalls hier. Die erfassten Zahlungen finden Sie anschließend in der Zahlungsübersicht. Diese ist standardmäßig so eingestellt, dass Sie die pendenten Zahlungen, die offenen E-Rechnungen und die Daueraufträge sehen. Mithilfe der Filter können Sie sich eine andere Ansicht anzeigen lassen. Und Sie können eine dieser Ansichten sogar als neuen Standard festlegen. Falls die Filter Ihnen einmal nicht ausreichen, um eine Zahlung wieder aufzufinden, können Sie über das Lupensymbol die erweiterte Suche öffnen. Und zum Schluss noch zwei Tipps. Auf jeder Seite öffnet sich unter diesem Symbol ein Kontextmenü mit weiteren hilfreichen Funktionen. Sie können zum Beispiel Favoriten speichern, Ansichten verändern oder Inhalte exportieren und drucken. Und Sie können sich per E-Mail oder SMS informieren lassen, wenn zum Beispiel der Lohn auf Ihrem Konto eintrifft oder eine Zahlung verbucht wird. Nehmen Sie dazu einfach die passende Einstellung unter Benachrichtigungen erstellen vor. Das war's schon. Bei weiteren Fragen hilft Ihnen unsere Helpline gerne weiter. Und wenn jetzt alles ein wenig schnell ging, die einzelnen Themen können Sie jederzeit unter www.sgkb.ch/ebanking nochmals anschauen.